du, die hören mich, wenn ich jetzt so ein bisschen laut spreche? Hallo zusammen, heute nehme ich euch mit zum Fliesenleger und zum Türen aussuchen. Wir sind aktuell auf dem Weg zum Fliesenprofi, also die Firma heißt auch so, die ist in Donaueschingen. Und da fahren wir jetzt hin und suchen unsere Fliesen aus. Wir wissen ja schon sehr speziell, was wir wollen. Wir wollen schlicht weiß und ein Grau-Beton-Optik. Müssen wir mal gucken, was es so gibt. Ihr kommt mit und ich zeige euch auf jeden Fall nachher, für was wir uns entschieden haben. Guck mal. Die sieht schon auch nicht schlecht aus. Das ist, glaube ich, von der Farbe schon auch ähnlich wie die. Da fände ich im Bad fände ich die Betonoptik schöner. Und sowas in die Küche? Weil das geht ja dann, diese Holzstruktur geht ja dann mit Weiß ja auch weiter. Ja, dazu müsste man halt noch wissen, welcher Vinyl nachher reinkommt. Ja. Fliese irgendwann, ja, weil es weich passt. Ja, das haben wir auch schon überlegt. Ja, das ist schon irgendwie schwierig. Aber ich möchte nicht, dass es steinig aussieht. Ja, und weiß muss halt weiß sein. Warte, versuch mal, wenn man hier raus kann, was uns interessiert hat. Das war die. Guck mal, das sind doch auch so kleine Schieferplatten. Guck mal, was es alles gibt. Schau mal, das sieht ja voll schrecklich aus. Die Entwicklung ist auch krass geworden. Ja, es ist halt, ich muss sagen, mit dem Kupfer, wenn du so ein Kupferelement oder irgendwas, könnte das schon auch cool sein vielleicht. Wir sind zurück. Wir gehen jetzt aber erstmal mit dem Hund laufen und noch einen Kaffee trinken. Und währenddessen erzähle ich euch, wie es war. Auf jeden Fall war es gut. Bis gleich. Bemusterung mal anders. Planänderung. Wir waren jetzt zu Hause, haben uns noch schnell umgezogen, weil es einfach viel zu warm ist. Wir mussten mit dem Hund nicht raus, weil unsere Eltern haben Kind und Hund genommen. Voll gut, danke. Und kurzes Fazit noch zum Fliesenprofi. Also, ich habe hinten so einen schicken Mülleimer stehen. War mega kompetent. Das war der Herr Schilling. Und ich weiß nicht, ob er es sieht, aber der war echt mega kompetent, das war total super. Und wir haben unsere Fliesen auch gefunden. Ich blende euch auch jetzt gleich Aufnahmen ein. Das ist die Matte. Ja. Und die sieht schon schön aus. Die schaut echt gut aus. Und die ist wirklich auch weiß. Also das ist schon. Wird halt wieder mal weißer, ganz klar. Nee, matt. Matt, ja. Schon gut. Das ist schon. Hier nebenbei. Da ist die Cremefarbe. Das ist die Creme. Ja, also das ist auch weiß. Aber halt ein anderes ist Weiß. Creme, ja. Das Weiß ist anders als das Weiß. Nee, das ist schön. Wunderbar, das passt gut zusammen. Genauso würde ich es nehmen. Oder? Ja. Die Matte ist halt einfach auf ein bisschen dankbar. Man sieht nicht gleich irgendwas drauf, so die Fingerabdrücke, die Dorbe. Das habe ich halt nicht so. Und da seht ihr, was wir uns ausgewählt haben. Wir haben wollten ganz schlicht weiß und haben uns für graue Betonfliesen entschieden. Wir haben jetzt aber gerade noch mal gesehen, dass wir nicht wissen, ob wir jetzt doch die großen oben fürs Bad nehmen oder die kleinen. Und jetzt, aber das können wir dann noch mal entscheiden, wenn es dann an die Bestellung geht. Aber wir haben auf jeden Fall schon mal die Art gefunden. Wie gesagt, blende ich euch ein. Ich weiß nicht, ob ich es euch jetzt hier einblende oder ihr seht es dann im Voice-Over. Keine Ahnung, muss ich mal gucken, was für Aufnahmen dabei rausgekommen sind. Auf jeden Fall geht es jetzt an die Türen. Die werden wir jetzt aussuchen. Ich guck mal, ob ich da auch ein bisschen mitfilmen kann. Jetzt vorhin war das eigentlich ganz gut, weil der Typ eigentlich gut war, der hat uns verstanden. Und wenn du so Leute hast, die dich verstehen, dann ist es wirklich mega gut, weil der hat das sofort gecheckt, was wir wollen. Der war jung und es ist immer gut, wenn man so Leute hat, die einen halt einfach verstehen. Ja, wir haben alles gefunden. Wir haben uns für matt entschieden, nicht für Hochglanz. Ich weiß auch nicht, wir können uns mit Hochglanz einfach nicht anfreunden. Für matt weiß und für so eine graue Betonoptik habt ihr gesehen. Die sind 30x60. Mal gucken, ob wir die vielleicht noch größer auswählen. Ich muss mal gucken, wir haben ein paar Bilder bei Pinterest gesehen. Vielleicht blende ich die euch auch ein. Vielleicht könnt ihr mir sagen, welche ihr jetzt besser findet, ob ihr diese kleinen gut findet. Ich gucke, ob ich Bilder finde.
man, oder auch die großen gelegt eben. Ja, das wissen wir halt noch nicht. Das müssen wir halt mal gucken. Ihr könnt auch gerne mir bei Instagram eure Bilder schicken, die ihr vielleicht cool findet. Per Direkt geht es ja auch, ich weiß es nicht. Es ist wirklich schwierig, das zu entscheiden. Ich meine, das Gute war, wir wussten ganz genau, was wir wollten. Wir wussten die Farbe, wir wussten ungefähr das Muster. Wir wollten nicht, dass es zu steinig aussieht. Das hat uns nicht gefallen. Wir wollten wirklich eine Betonoptik. Wir wollten auch ein bisschen, dass die Oberfläche man spürt, wenn man draufsteht. Also es sollte nicht zu glatt sein. Wir wussten, dass es komplett weiß ist. Und er hat uns jetzt auch gesagt, dass man in den kleinen Räumen wie Technik, Arbeitsraum, auf jeden Fall keine so großen Fliesen wählt, weil einfach dann, es kann ja dann sein, dass ihr zum Beispiel jetzt der Raum, sagen wir mal, da ist wieder ein Bildschirm und ihr habt dann nicht so viel Platz, dass ihr dann an der Seite nur so kleine Streifen noch habt. Der Fliesenleger guckt es dann aus. Ihr müsst aber schon vorher euch entscheiden über die Fliesengröße. Also es ist bei kleineren Räumen gar nicht so einfach. Ich glaube, ich blende euch auch mal die Grundrisse vom Arbeitsraum, vom Technikraum und von dem kleinen Duschbad unten ein. Vom Bad oben, glaube ich, könnte ich euch auch einblenden. Das ist jetzt, glaube ich, was ist ganz okay. Ich muss ja keine komplette, weil ich wollte jetzt nicht den kompletten Grundriss euch zeigen, aber vielleicht einzelne Räume könnte ich machen. Deswegen könnte ich euch das Bad auch oben einblenden und da wissen wir jetzt eben nicht, ob wir da größere Fliesen wählen. Ja, so viel dazu. Wir müssen jetzt auch los. Wir haben um 2 den nächsten Termin und ich melde mich gleich wieder. Tschüss. Ich sag euch, bei uns ist eine Hitze ausgebrochen, obwohl laut Auto sind es nur knapp nach 23 Grad, fühlt sich an wie 35, voll schwülwarm. Und jetzt gehen wir Türen aussuchen. Ich hoffe, dass ich euch jetzt gerade alles auch erzählt habe, was ich so dachte, was wichtig ist. Und mit den Türen kann ich nur so viel sagen, dass das jetzt wahrscheinlich auch ziemlich schnell geht, weil wir wollen also ganz schlichte weiße Türen. Am liebsten hätten wir schwarze Türgriffe. Wir haben es nicht so mit diesem, was ist das für ein Material? Aluminium oder ja, Messing? Silber im Allgemeinen. Silber irgendwie, das ist nicht so unser Ding. Ich weiß nicht, ob es schwarze Türgriffe gibt. Wir wissen auch nicht, ob wir vielleicht eventuell selber welche dann bestellen. Das wissen wir jetzt nicht. Das müssen wir uns jetzt mal angucken, wie die aussehen. Oder vielleicht geht es ja auch. Wir wissen es nicht. Wir wollten eigentlich alles, was Silber ist, aus unserem Haus verbannen. Kann man schon so sagen, gell? So ziemlich. Aber im Bad haben wir jetzt silberne Zierleisten. Ja, wir haben, ach ja, bei den Fliesen, genau das habe ich euch vorhin nicht erzählt, haben wir so silberne Zierleisten. Das sieht aber schon sehr hochwertig aus. Allerdings haben wir diese Zierleisten gebürstet, also matt. Wir haben erst überlegt, die dunkel zu nehmen oder in Plastik-Weiß, aber das sieht halt auch nicht so cool aus. Zierleisten ist der falsche Ausdruck. Also es ist der falsche Ausdruck. Ich weiß nicht, ob ich das gefilmt habe. Ich kann euch mal da bestimmt irgendwie halt ein Bild einblenden. Es ist, wenn jetzt was gemauert wird, gerade der Eingang zur Dusche oder sowas, dann ist eben da so eine Leiste. Ich habe jetzt nicht beide Hände frei. Ich blende euch da mal was ein, da kriege ich bestimmt irgendwie was eingeblendet. Das wird ganz silber, aber auch ganz minimal schlicht zu sehen. Das gibt es auch in dick und in rund und in Schlag mich tot. Wahrscheinlich gibt es auch in rot und grün und gelb. Es wird es auch in schwarz geben, aber wir haben dann gesagt, wenn das dann weiß gemauert ist und da ist dann so ein schwarzer kleiner Strich, das wissen wir jetzt eben nicht, wie das aussieht. Deswegen haben wir uns da jetzt schon eher für diese, ich hoffe, es weiß ist nicht gemauert. Zu laut. Weiß gefliest, Entschuldigung. Weiß gemauert. Deswegen glauben wir, dass wir da mit diesem gebürsteten, was ist das für ein Material? Versuch was einzublenden. Weil das, wenn ich das erkläre, das ist irgendwie doof. Und ich finde es ja selber blöd, wenn jemand was erklärt und kein Bild dazu einblendet. Ja, so. Aber du kannst ja sagen, wenn zwei Fliesen an der Ecke aneinander gefliest werden, dann gibt es ja eine Kante und diese Kante wird versteckt. Aber ich habe es ja jetzt schon erklärt. Jetzt gehen wir auf jeden Fall Türen aussuchen. Und wir wollen diese eingefassten Rahmen auch ziemlich ohne Überstand haben. Kann man das so sagen? Überstand? Ja. Es soll ohne Überstand sein. Weil wir wollen, ich möchte nicht oben so viel Staub wischen, versteht ihr? Weil jetzt haben wir bei unseren Türen auch so oben so dick und das ist nicht schön. Der Rahmen so ganz, ganz eng, schlicht sein und die Tür soll einfach nur weiß sein. Wir wollen kein
Landhaus irgendwie, wo, ich meine, das sieht ja auch schön aus, wenn da innen nochmal das so abgesetzt ist, aber das hatten wir überlegt, aber das machen wir nicht. Wir wollen wirklich nur eine ganz normale, stinklangweilige, weiße Tür. Wir sind wieder zurück, schon ein bisschen später. Wie spät haben wir denn? 7:45. Und ich habe euch jetzt bei den Türen nicht mitgenommen. Irgendwie hat sich's nicht so ergeben, aber die Böden habe ich euch hier mit abgefilmt und ein Foto gemacht. Wir bei den Türen, ich weiß gar nicht, ob ich euch das davor erzählt habe. Ich kriege das heute schon irgendwie gar nicht mehr hin, weil es doch irgendwie viel war heute. Wir haben ganz schlichte weiße Türen genommen, matt weiß. Da muss man auch wieder unterscheiden zwischen weiß und weiß. Es gab auch so cremeweiße Türen, aber die haben uns nicht gefallen. Die mattweißen, die waren eigentlich ganz gut, gell? Und wir wollten natürlich dunkle Türgriffe, die es nicht gibt, aber es gibt so edelstahlgebürstete. Für die haben wir uns entschieden, das sind wirklich ganz schlichte. Ich weiß nicht, ob ich da... Hier sind voll die Mücken. Ich weiß nicht, ob ich da mal was raussuchen kann, was einblenden kann, ob ich das finde. Ich weiß nicht mal mehr den Hersteller, wie der hieß. Auf jeden Fall kriegen wir dann noch die Info dazu per E-Mail. Die Türgriffe sind auf jeden Fall ganz, ganz schlicht, auch gerade. Nichts Geschwungenes oder Gebogenes. Die Haustür suchen wir separat aus. Also wir haben jetzt wirklich nur die Innentüren angeschaut. Ist auch bei uns im Standard so mit drin. Wir wollten nichts Spezielles. Also das hatte ich euch ja schon gesagt vorhin. Was es noch gab, was uns sehr gut gefallen hat, das waren diese, wie hießen die? Diese Stumpf, oder wie hieß das? Stumpf eingelassen oder was? Ich glaube stumpf, nee, nicht stumpf, oder? Doch, doch. Das sind diese stumpf eingelassenen Türen. Ich glaube, dass es so heißt. Ich muss nochmal googeln, ansonsten blende ich euch den Namen ein. Auf jeden Fall sind das so Türen. Ich glaube, da muss ich euch auch Bilder einblenden, weil man hat das so nicht im Kopf, wenn man sich nicht mit Türen beschäftigt. Deswegen blende ich euch das ein. Ich muss natürlich gucken nach Bildern, die ich auch benutzen kann, aber da werde ich schon was finden. Und das sind zum Beispiel Türen, die halt im Rahmen sind und nicht so außen. Also ich blende das euch jetzt ein. Allerdings sind die Preisunterschiede wahnsinnig hoch. Die sind pro Tür bei 500 Euro. Und dann gibt es noch total mega geile Türen. Da ist die Tür sozusagen in der Wand drinne. Das heißt, die Tür hat keinen Rahmen. Wie heißen diese Türen? Wissen wir auch nicht, gell, wie die heißen. Die haben auch irgendeinen Namen, aber die fallen auch raus, weil die sind auch sehr, sehr, sehr teuer. Die sehen super gut aus. Wir hatten es jetzt schon überlegt mit diesen stumpf eingelassenen Türen, aber wahrscheinlich machen wir das auch nicht. Wissen wir nicht, lassen wir uns offen. Wir haben uns auf jeden Fall für die Tür entschieden. Wir haben uns auch für einen Rahmen entschieden, der ganz schmal ist. Ich glaube, das macht man heute gar nicht mehr so wuchtig und so bullig. Gibt es aber allerdings schon, wenn man halt einen bestimmten Stil möchte oder sowas. Aber wir haben wirklich alles flache Kanten, keine großen Rundungen. Also eine wirklich schlichte Tür. Ich weiß nicht, ob ich jetzt euch hier eine halbe Stunde über die Tür voll quatschen kann. Ich versuche euch hier drüben auf jeden Fall Bilder einzublenden, dass ihr euch das so ein bisschen vorstellen könnt. Stumpf einschlagend heißen die Türen. Seht ihr? Wir haben gegoogelt. Dann Boden. Also den finde ich, ist das auch Vinyl, den finde ich eigentlich ziemlich geil. Also den finde ich mega geil. Gut, auch der sieht nicht schlecht aus. Ja, den finde ich auch besser. Der sieht super aus. Was haben die hier noch? Beton, schau mal. Hier gibt es Beton. Das sieht auch irgendwie cool aus. Nee, das gefällt mir nicht. Nee? In der Küche? Nee, wenn, dann machen wir das komplett. Da waren wir uns auch, also es gab gar nicht viel. Wir wollen ja keine braunen Böden. Wir wollen ja weiß oder hellgrau. Mensch, diese Viecher. Boah, die fressen uns hier. Oh, guck mal, mach schnell weg.
Die möchte ich sofort beißen. Es ist so, wir wollen einen weißen Boden, aber schon so ein bisschen in Holzoptik, aber auch nicht zu viel Struktur drin. Also es ist schon ein bisschen schwierig. Wir waren eigentlich bei einem Vinylboden, die geklebt werden. Die sind, und wir haben einen Kollegen, der macht Bodenbelege, eben Vinyl, und er meinte halt, dass für Kinder Vinyl schon gut ist. Es gibt, jetzt muss ich auch nachher nochmal meinen Mann fragen, was das ist. Es gibt so zwei verschiedene Arten von Vinylböden. Der eine ist irgendwie dicker, also muss ich ihn gleich nochmal fragen. Auf jeden Fall ist beim Vinyl besser, weil da ist es so, dass die Schlenzer, wenn man da einen Schlenzer macht, es eigentlich keine gibt. Also die sind sehr, sehr, sehr robust. Die kann man zum Beispiel auch ins Bad legen und die kann man auch in die Küche legen. Jetzt bei Laminat ist schon schwieriger, weil wenn der Feuchtigkeit so viel Feuchtigkeit abbekommt, das heißt, wenn mal was ausläuft, kann sich das Laminat eben heben. Da gibt es doch jetzt zwei Arten von dem Vinyl, gell? Wie heißen die nochmal? Was sind da die Unterschiede? Das eine hat so eine Schicht drunter, so eine Holzschicht noch. Da ist nur das Vinyl oben aufgezogen und dann gibt es so eine komplett durchgängige Vinylschicht. Und die, wo natürlich komplett Vinyl ist, ich glaube bis zu 4 mm oder so sind die dick, gell? Hat er irgendwie gesagt. Die sind natürlich schon sehr robust, die kann man auch ins Bad legen. Wir wollten das eben in die Küche, wir wollten die Küche nicht extra fließen, also haben wir mal nicht vor. Allerdings hat uns der Vinyl, den ich euch jetzt auch einblende, nicht so gut gefallen. Wir haben jetzt da ein Laminat gefunden, der auch preisgünstig ist. Vinyl ist schon auch teurer. Den Laminat, den wir gefunden haben in diesem Weiß, der gefällt uns jetzt besser. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir den nehmen oder ob wir uns nicht nochmal was anderes aussuchen. Jetzt müssen wir mal gucken. Also wir haben uns jetzt erstmal festgelegt, doch auf den Laminat. So ganz glücklich damit sind wir nicht. Jetzt müssen wir uns nochmal umschauen. Also bis zum 16. Juni müssen wir uns entschieden haben. Und ja, müssten wir wahrscheinlich nicht mal, aber ja, wollten wir zum Großteil. Jetzt werden wir uns mal noch weiter ein bisschen umgucken. Und vielleicht finden wir ja auch noch einen Vinyl, der weiß ist, der uns gefällt. Ja, weil man kann aber zum Beispiel den Vinyl, der mit auf Holz auf ist, irgendwie den kann man, also der noch diesen Holz, also der auf Holz gezogen ist, oder ich weiß nicht, ob ich das richtig erkläre, den kann man nicht in Bäder legen, aber den hochwertigeren schon. Ich habe nur zwei Bodenbelege. Es ist einmal ein weißer und eben in den Arbeitsraum, in den Technikraum und in die Bäder eben die Fliesen in einer Optik. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass wir jetzt eben noch am Überlegen sind, ob wir nicht die Fliesen oben im Bad, diese 60 auf 60 nehmen. Ich glaube, dass das uns besser gefällt. Ja, so viel zum Thema Vorbemusterung heute. Wenn es dann ans Eingemachte geht, werde ich euch auf jeden Fall wieder mitnehmen. Mal gucken, wie das funktioniert. Morgen gehen wir zu Reißer nach Villingschwenning und werden uns da mal noch umgucken nach Bädern. Oder beziehungsweise da werden wir schon mal Vorauswahl treffen. Und na, gucken wir mal. Also vom Preis sind wir nicht viel teurer geworden. Die Fliesen, die grauen, die wir gefunden haben, die sind jetzt 5 Euro pro Quadratmeter teurer. Völlig im Rahmen. Also da sind wir ganz, ganz gut im Preislimit. Ihr solltet euch eure Baubeschreibung immer sehr gut angucken, denn da sind die Preise vorgegeben, die für alles eingeplant sind. Bei uns sind die Preise sehr gut vorgegeben, muss ich sagen. Ich habe keinen Vergleich zu anderen, deswegen möchte ich da jetzt auch nicht so viel dazu sagen. So, also viel rumgelabert. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten wieder dabei seid. Wir gehen jetzt rein, weil die Viecher fressen uns auf. Ich trinke meinen wohlverdienten Sekt und würde sagen, tschüss, bis zum nächsten Video.